Halli, hallo, hallöde. Der Spruch wird auch langsam alt. Auf jeden Fall willkommen zu Pokémon. Mensch, machen wir ein bisschen leise. Weil für mich ist das ein bisschen laut. Ich habe ja Kopfhörer, damit ihr nicht den Sound doppelt hören müsst. Ach nein, das stimmt. Oh Gott. Auf jeden Fall, wir haben heute Freitag. Das Video werde ich erst am Montag hochladen, denn... Nein, ich bin über... Oh, scheiße, Mann. Denn, gleich haben wir meinen Freund hier in Bukarest wohnen. Und normalerweise am Wochenende geht man immer zu den Großländern am Land, zum Chilltimmer. Hier hat man ein engeres Verhältnis als in Deutschland zu seiner Familie. Und, meine Mutter meinte, ich darf nicht allein in seiner Wohnung chillen mit seinen krassen 12 MB pro Sekunde Leitungen. Hier dauerhaft Pornos runterladen und streamen und eine dicke Sexorgie machen mit einem Haufen rumänischer Mädels. Deswegen bin ich natürlich mitgegangen und tja, hier bin ich. Ich habe Glück, dass ich jetzt hier so einen WLAN-Stick zur Verfügung gekriegt habe, aber trotzdem ihn jetzt hier ziemlich lahm, deswegen werde ich es erst Montag hochladen, wenn ich wieder zu Hause bin oder Sonntagabend. Ne, ich lade es einfach Montag hoch, meine Güte. Und ja, währenddessen wahrscheinlich werde ich noch in die Woche noch einen Haufen andere Videos hochladen, die ich hier noch aufnehmen werde. Wie zum Beispiel meinen Bericht da, den ich eigentlich gestern noch hochladen wollte. Aber, naja, davon geht die Welt nicht unter. Ui, Kampf ist gut gegen Elektro, muss ich mir merken für später. Ja, komm schon. Bam, Junge. Mein Hodensack hat Magnetilo voll gezeigt. Könnte sein, dass ich mich etwas komisch anhöre. Ich habe die letzte Nacht... wann habe ich denn... Was ist denn das nächste gewohnt? Ach, wollte man... Naja, sagen wir mal so, um... Wir sind bis 2 Uhr nachts offen geblieben. Und 2 Uhr nachts... diese Uhrzeit, das heißt bei euch war es 1 Uhr nachts. Und... Ja, ich hatte noch so einen Energy Drink. Habe ich mir gedacht, hey... Hast 50 Cent für bezahlt. Trink ihn doch einfach. Ja, und... Das war keine gute Idee. Ich war, glaube ich, noch die halbe Nacht auf. Ich bin heute Morgen schlafen gegangen. Dann habe ich mal unter um 11 oder so geweckt. Meinte, ja, du stehst hier, geht jetzt ans Land. Als ob es hier irgendjemand interessiert, dass ich stink. Als ob ich mehr stink. Naja, egal. Deswegen höre ich mich vielleicht etwas komisch an. So leicht Ausländer-Style. Obwohl ich bin Ausländer, Alter. Ui. Und auf jeden Fall nochmal sorry, deswegen dann. Und wir machen natürlich sofort jetzt hier weiter. Ja. Ich bin sowas von. Ja, keine Ahnung, ich habe keinen Bock rausgehen. Es ist scheiße kalt und bei diesem scheiße kalt ist mir noch eine richtig geile Idee gekommen. Für ein Video, das eh so scheiße kalt ist. Aber ich wollte mich noch ein bisschen aufwärmen, bevor ich hier raus wieder gehe. Und habe ich mir gedacht, ja, Internet kannst nicht so viel gucken, also kannst schon, aber ist ein bisschen doof, dauert ein bisschen streamen und alles. Und deswegen habe ich mir gedacht, ach komm, chill drin. Und ach, ich weiß ja nicht, ob es jetzt hier mit diesem, keine Ahnung, man jetzt endlos surfen kann oder ich jetzt hier gerade Surf Points verballer, keine Ahnung. Und deswegen habe ich mir gedacht, komm, scheiß drauf, nimmst dir was auf und lässt mal Internet ruhen für später. Damit du auch später was davon hast, bist du hier immerhin bis Sonntag da. Und deswegen. Ja, da bin ich, ne? Ja. Oh, mein Eichelkopf macht gerade raubig kaputt. Ja. Krieg wahrscheinlich gleich noch ein Level ab, denke ich mal. Und. Ah, Bo, immer noch nicht. Solche Bastard. Aber ich sollte vielleicht meine Pokémon mal wechseln. Was geben? Nein. Tauschen. So. Weil jetzt kann der junge Mann auch mal Level kriegen. Oh nein, Schutz wirkt nicht mehr. Ui, Fluchtseil. Boah, jetzt. Die ganze Zeit. Ich glaube, ich hätte mir ein bisschen mehr Schutz kaufen müssen.
Als ob man hier italienische Mafia jetzt Zeug kauft. Ha, schön für euch. Ja, schön für euch, schön für dich, meine ich. Ey, du Bitch! Endlich. Oh, wow, man kann zu leicht verlaufen und deswegen musst du gegen mich kämpfen oder was? Ach, das ist wieder einer dieser Fick mich doch, du Schlampe. Bitches. Ich meine, fick mich doch, du. Ach, fick mich einfach. Ich will schon, Bitches und so. Boah, ich glaube, ich bin hier so rattig. Problem ist, zu Hause, wenn ich jetzt ein bisschen Stau hätte, ne, dann Hand anlegen quasi, wisst ihr? Oder eben knallen, ne? Aber mir geht beides nicht. Das ist blöd. Ui, Furienschlag. Das ist auch so ein Vogelding. So, komm weiter. Was? Nein, 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 ich will nicht wechseln. Oh, komm schon. Also ich hätte jetzt echt gedacht, jetzt in den scheiß Höhle nur noch Felspuffen. Die einen angreifen. Aber naja. Und Kenny und ich Alice haben. Aber ich könnte jetzt lustige Geschichten über den grünen Goblin erzählen. Oh, aber ich weiß nicht, ob ich das tun sollte. Ich glaube, ihr solltet abstimmen. Ob ich euch nächstes Mal lustige Geschichten oder beziehungsweise übernächstes Mal. Also das Video kommt erst Montag. Bis ihr wählt, habe ich jetzt wahrscheinlich an diesem Wochenende noch 50 andere Videos jetzt, also Pokémon-Folgen aufgenommen. Also von daher. Jakschalak, ich hab Besuch. Ich weiß. Wirklich mal so. Pokémon. Nu, vorbeske, sehr wutscher. Ich povestest je fuck. Da Freddy kann es so wieder bei mein Kurt. Kruzic, ihr Rekord. Ah, jetzt zuletzt. Ja, ich hab ihm gerade erklärt, was ich hier mache, weil der meinte, ich werde behindert und führe Selbstgespräche. Und er kann auch ein bisschen Deutsch. Spune mucho bajo German. Das ist der Spune mucho, hi. Hi, Spune mucho bajo. Auf Spune mucho bajo German, hi. Tje, nicht. Nicht. Tje, er sagt was auf Deutsch, also ich bin noch nicht deine scheiße Marionette. Sag doch was auf Deutsch, also nicht. Oh nein, mein scheiß Vogel ist gestorben. Alles eure Schuld, weil ich abgelenkt war. Ach, genau, Mann, da komm. Glut erledigt immer an. Okay, manchmal nicht alles, aber naja. Ja. Was? Nein, 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 ich will nicht wechseln. Oh. Scheiß Zubat. Können sein, dass ihr vielleicht im Hintergrund Menschen Mucke oder Nachrichten hört. Er muss Fernsehen gucken. Und jetzt lacht er und tut so, als würde was verstehen. Dieser Fetzer. Ah, hat er mich verstanden. Also, ich glaube, der. Ah, schon wieder weg. Ich glaube, der nächste Arena-Leiter ist ja Misty. Und ich finde, der Name ist immer noch scheiße gewählt. Also, glaube ich. Och nein, so. Wow, super. Und deswegen muss er gegen mich kämpfen, weil er Hilfe braucht und ich ein Kind bin. Denkt er, wenn er mich verprügelt, sein Selbstbewusstsein besser oder was? Voll die Art. Okay, dann machen wir ihm seine scheiß Steine weg. Damit er merkt, dass wir Kinder auch cool sind. Bam, Junge! So. Ach, ich habe schon wieder auf Wechseln gedrückt. Ja, ich drücke ja die ganze Zeit A und denke, mach eigentlich weiter, Junge, ich will dich verprügeln und dann sowas. Ey, ohne Scheiß, der ist 5 Level unter mir. Wieso stirbt der nicht von Metallcloud? Das ist ein scheiß Schwachstelle. Steine, die von Metall verprügelt werden. Wäre das nicht ein Thema für mitten im Leben? Nein, nicht mitten im Leben. Wir hätten irgend so eine scheiß Talkshow. Unser nächstes Thema ist Steine, die von Metall verprügelt werden.
den Link hier auf Sam's Aftertalk Night Show, wo wir talken und wenigen Weg knighten. Boah, in der Hälfte, Wii und nix. Das ist ganz cool. Oh mein Gott, Klammergriff ging daneben. Ja, ja. Ja, ich bin awesome, ich weiß. Und? Immer noch ein Level up. Naja, egal. Ich glaube, wir müssen eh bald. Oh mein Gott! Mein Riesenpenis verwandelt sich! Oh mein Gott, ich muss mal kurz eben zeigen, dass mein Riesenpenis sich verwandelt. Ui, jetzt ist er. Ist ein noch größerer Penis. Was? Er guckt mich so an, als würde ich gerade, als hätte ich gerade irgendwie eine Frau vergewaltigt, weil er nicht weiß, was zur Hölle ich hier mache. Ich freue mich wie ein kleines Kind über eine scheiß digitale Kacke. Egal. Ich habe jetzt einen riesigeren Penis und das ist das Einzige, was mich interessiert. Moment. Wir haben Numit Pokémonu Pulemare. Shakusa Evolvat She Pulemaimare. Jetzt hat er es verstanden. Oh, scheiß Schutz, ey. Scheiß Italiener, müssen die mir andauernd Geld abkassieren? Und scheiß, es wäre doch geil, wenn irgendwie so dann so auf einmal so eine Gruppe aus Vierer vor mir, also links, rechts, oben, runter, neben mir läuft und quasi mich beschützt vor den ganzen Einwirkungen der Pokémon. Sowas hier. Okay, wenn ich jetzt irgendwo... Ah, oh, ey, ohne Scheiße, schnell geht der Schutz weg. Oh ja, Team Rocket. Uiuiui. Immer noch Schulannahme. Übrigens mal gesagt. Ja, komm schon. Mein riesiger... Moment. Riesiger Penis. Was ist eigentlich das Bessere davon? Also was ist das Adverb für... Größerer Penis. Ja, größerer Penis. Chill. Ja, guck mich immer noch blöd an, weil ich hier Penis sage. Ich verstehe nur Penis. Penis. So macht eigentlich keiner ein Lied über mich mit. Wie so bei Kronk mit Kohle. Echt jetzt. Ich könnte singen Penis. Oh Mann, der kriegt da echt wenige P. Ich hatte vollkommen eigentlich vergessen, dass er sich überhaupt weiterentwickelt bei 17. Ich dachte, es wäre irgendwie später bei 20 oder so. Man entwickelt sich dann erst wieder weiter bei 40? Zu Glutexo. Oder dann ist er ultimativer großer Penis. Ich glaube, in diesem Part habe ich ziemlich oft Penis gesagt. Vielleicht packe ich so einen Penis-Counter, damit jeder weiß, wie oft ich Penis gesagt habe. Nimmt den ganzen Weg zurück und raus zum Krankenhaus. Habe ich wieder Schutz an oder wieso bin ich jetzt von Angriffen verschont? Ach Gott, ich hab's vergessen. Man darf es nicht sagen, sonst passiert's. Yalakshala, ein Schlag. Oh yeah, Sonnenlicht. Ich hoffe, die GEMA storniert nicht mein Video, weil man im Hintergrund ganz leicht Musik hört. Das war ein gutes Lied. Ist euch aufgefallen, je schlechter das Lied, desto nackter die Frau im Video. Das kann kein Zufall sein. So, jetzt bin ich am Rennen und das heißt, ich will mir noch ein paar Schutz kaufen. Weil ich habe keinen Bock auf diese Random Encounter. Weil die ziehen einen ziemlich viel Zeit weg und bringen einen fast gar keine Fee. Ui. Oh mein Gott, der Moderator der scheiß Sendung ist das milchbubigste Gesicht aller Zeiten. Und ich kenne den grünen Goblin, wenn er unrasiert ist. Also ist das milchbubigste Gesicht aller Zeiten. Und er kann versuchen, mich anzuzeigen. Deswegen, weil es ja Mobbing ist. Er weiß nicht, was Mobbing heißt. Bitte googelt das Wort Mobbing, damit ihr wenigstens Bescheid wisst. Ich will, dass meine Abonnenten gebildet sind. Deswegen, nach jedem fünften schlechten Witz kommt auch etwas zum Lernen dazu. Wie zum Beispiel, wusstet ihr, dass Nippel dazu da sind, um erregt zu werden? Ah, ich nutze die Einschätzung.
Alex? Jak szalak? Nie musisz wpuścić mojego cheateru. A, bo i sobie też o mój tak. Skurde. Ja wyznuncję już tak. Oh mein Gott, rumänischer Rap. Das Geile ist, das Lied ist eigentlich, kennt ihr von Sido, der Himmel soll warten? Das ist quasi das Lied. Nein! Ohne Scheiße, ich hab's mir angehört, der Text ist genau derselbe. Deswegen ist das der Himmel soll warten 2. Punkt 1. Oh Gott, ey. Ja, komm, zeig uns deine super schlechten Pokémon und was wird das? Uiuiui. Komm, Eichelkopf, mach ihn fertig. Furienschlag! Bam, Junge! Bam, Junge! Was? Nein, nicht verwirrt! Nein! Ui, cool. Oh ja. Obwohl ich verwirrt war. Und Level Up! Weil ich awesome. Was zu rettern? Das ist doch eine Schlange. Schlangen werden öfters von Adlern gefressen. Das müsste dann eigentlich gegen Vogel schwach sein. Oder nicht? Anyway, du schlägst jetzt. Wie kann man sich beim Furienschlag selber verletzen? Das frage ich mich jedes Mal. Weil es mir mal auffällt, wenn zum Beispiel Relaxo verwirrt ist und er jetzt, was ist das mal, wo der schläft, Erholung machen will, kann er sich trotzdem vor Verwirrung selbst verletzen. Und fragt nicht, wie er das schafft. Wie kann man beim Einschlafen sich selbst verletzen? Das schafft anscheinend nur der Herr Relaxo. Oh komm, meine Güte, das hau ich noch mal. Das geht doch. Anscheinend hat das keine besondere Wirkung. Deutschsprache Arsch. Ui. Voll gelohnt, hier runter zu gehen. Ja. Also, da würde ich sagen, ziehe ich mir wieder einen Schutz rein. Gehe bis zum nächsten Kack. Und dann machen wir auch wieder einen Schnitt hier. Ja, ihr merkt, das Spiel dauert ziemlich lange. Okay, wo muss ich jetzt hin? Oh, jetzt habe ich mir meinen scheiß Schutz verbraucht. War ja klar. War ja sowas von klar. Das Scheiß hält auch nur 5 Meter, ey. 100 Schritte, wow. Oder 5 Schritte. So. Wird am Ende des... Ui, am Ende des Rollwiders hatte ich noch Schutz. Ja, ja, komm. Obwohl, komm, dann mache ich noch die scheiß Höhle zu Ende. Dann können wir uns den Scheiß später sparen. Dann können wir einfach weitergehen. So, Ratte wird vom Vogel gefressen. Ey, was ist das für eine Kacke? Das ist eine Ratte. Ratte werden von Vögeln gefressen. Und sowas von. Ich habe so oft bei jedem scheiß Doku gesehen, dass eine scheiß Ratte von einem scheiß Vogel gefressen wird, weil die scheiß Ratte eben Beutetier für Vögel. So. Okay, das schaffst du wahrscheinlich nicht mehr. Was? Nein. Er soll nicht weiterkämpfen. Okay, Sand. Nehme ich wieder meinen riesigeren Penis raus. Uiuiui, schön für dich. Mach dich doch auch härter. Gucken, ob du meinen Riesenpenis widerstehen kannst. Und? Oh. Er kann. Okay, dann muss ich wohl auf Glut setzen. Los, spuck ihn in die Fresse. Was? Hab ich nicht Verdammter Bastard. Deine Mutter ging daneben, was soll der Scheiß? Echt, den Leuten Sand in die Augen zu tun, das ist ja was für kleine Kinder. Hauptsache Glut ist voll krass, ne? Obwohl der Sand, stimmt, wenn man Sand schmilzt, dann wird es zu Glas. Aha. Aus Sandam kann man Glas machen. Pokémon, hat wieder was gelernt. Ui. Nein! Scheiß, innerer Schutz. Du brauchst dann mein Geld für Schutz und dann hält das nicht mal. Scheiß Italiener werden wieder gierig, ne? Anscheinend. Scheiß Mafia da. Ah. Ja, komm, interessiert mich nicht, du willst auf jeden Fall verprügelt werden und los geht's! Schon wieder die Scheißratte.
Komm schon, töte ihn. Ja, ja, komm, töte ihn. Töte ihn. Töte ihn. Scheiß Ruckzuckhieb. Ich wurde getötet. Oh, er hat schon umgedreht, weil er keinen Bock mehr hat. Hier schon zuzuhören, scheiße. Jetzt verstehe ich meine Viewer. Nein, Quatsch. Hier finde ich schon scheiße, oder? Er ist tot. Oh, kommt schon. Ich will nämlich aufs Klo. Ich muss übelst. Oh Gott. Soll mich der scheiß Gegner noch interessieren will. Ja, komm. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ist ganz toll. Hast mir meinen Penis ausgesaugt. Komm schon. Das ist ein voller Peak. Level 18. Jetzt muss ich die anderen noch nachleveln eigentlich, ja? Ja, 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 komm. Hatte ich noch Schutz? Ich glaube nicht, ne? Ne, da hatte ich keinen Schutz mehr. Und hui, von 7 Schutz auf 3 runter. Ach nein, jetzt stimmt, jetzt darf ich mir eins davon nehmen und ich weiß nicht mehr, welches davon das coole war. Schleimer? Was war das denn? Das war doch Gift. Mach mal Feuer. Ja, Feuer ist immer gut, ne? Ah, Gilwolke ging daneben, wollte der furzen. Hahaha. Kann mein Furz anzünden. Das heißt dann Glut. Und wenn ich nicht gefurzt habe, heißt das Lambo. Was? Nein! Ich kann mein Pokémon mal nicht wechseln. Smogmog, oh mein Gott, ey, nur Team Rocket hat solche scheiß Pokémon, ne? Obwohl das eigentlich nur ein Wissenschaftler, ne? Wahrscheinlich ist das der Wissenschaftler von Team Rocket. Ihr merkt schon, mein Mund will nicht aufgehen. So, komm schon. Ui, Voltoball. Oh, ein Metallklaue. Ui, das ist nicht sehr effektiv. So, das ist Kreideschreiter. Kill Glut. Aha, Elektros ging wohl auch nicht. Wirklich. Das war nur Zufall. Ja, ja, ich hab den Streber besiegt, komm schon. Okay. Helix-Fossil, nein. So, was ist das da? Dampf-Fossil. Ah, welches davon war dieses Ding mit den Scheren und welches davon war dieser fette Elefant? Ich muss recherchieren, deswegen machen wir jetzt hier erstmal einen Schnitt. Und ich sag schon mal, bis dann vom Haus. Oh, ja. So, ich hab gesaved. Also, bis dann vom Haus. Tschüss!